Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt und heute gibt es ein neues Messer-Unboxing. Und zwar gibt es heute 1, 2, 3, 4, 5 Messer und noch einen Klingenschärfer. Werde ich gleich auspacken und reviewen. Ich habe alles aus China bestellt, war mega günstig. Habe ich bestellt auf dem Online-Shop meines Vertrauens Gearbest. Link zu den Messern ist in der Beschreibung. Falls ihr euch auf Gearbest irgendetwas bestellen wollt, wählt unbedingt die Versandart German Express aus, weil dann wird es über Großbritannien nach Deutschland versendet und somit umgeht ihr den Zoll. Ich würde mal sagen, genug gelabert. Also die Messer, die waren echt mega günstig. Fangen wir mit dem ersten an. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier direkt das hier. Verpackung ist sehr nice, da ist so ein Typ drauf. Und irgendwo ist auch ein Butterfly-Trainer mit dabei. Ach ja, das ist schon der Butterfly-Trainer. Dann fangen wir direkt mit dem Butterfly-Trainer an. Die anderen sind Messer. Und ich hole ihn mal raus. Verpackung wegmachen. Schaut ihn euch an. Der war auch mega günstig. Ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, aber Link ist in der Beschreibung. Auf jeden Fall unter 10 Euro. Nach meiner Erinnerung nach, ich glaube sogar nur 6 oder 7 Euro, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, weil es ist so lange her. Ich war auch zwischendurch im Urlaub und die Messer waren schon vor dem Urlaub angekommen, aber egal. Also, das ist sozusagen ein CSGO Butterfly Trainer. Machen wir ihn mal auf. Geht auf jeden Fall sehr nice. Aufklappen und schaut es euch an. Klinge ist selbstverständlich nicht scharf, denn wenn sie scharf wäre, wäre er in Deutschland verboten. Also der Butterfly-Trainer muss drei Kategorien erfüllen, um in Deutschland legal zu sein. Erstens darf er nicht scharf sein, ist hier nicht der Fall. Es darf nicht spitz sein, ist ja auch nicht der Fall. Und er darf nicht schärfbar sein. Also man sollte ihn nicht schärfen können. Ich glaube hier, diese Klinge kann man nicht schärfen, weil sie eben so Löcher hat. Und wenn man das hier jetzt schärfen würde, würde die Klinge einfach brechen, weil man dann halt in dieses Loch kommen würde. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es diesen Skin in CSGO gibt. Es ist kein originales CSGO-Messer von irgendeiner namhaften Firma, sondern einfach nur ein China-Teil. Aber ich hatte mal andere CSGO-Butterfly-Trainer in der Hand von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen mag. Und wenn ich das so vergleiche, ist es von der Qualität her dasselbe. Und wenn ihr hier mal genauer schaut, das Ding ist richtig nice. Also das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Es ist sehr schwer. Ich denke mal für Tricks nicht so gut geeignet, auch weil der Griff hier so gedreht ist. Ich probiere es mal aus. Dazu muss ich mal aufstehen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten lässt es sich relativ gut flippen. Oh, jetzt ist es mir runtergefallen. Ich probiere es nochmal kurz. Ja, es geht schon, aber dennoch funktioniert es schwer, Tricks damit zu machen, meiner Meinung nach, da es eben so schwer ist und der Griff anders nicht gerade ist wie bei den anderen Butterfly-Messern, aber auf jeden Fall ein nices Teil. Richtig cool. Kann man auch hier unten wieder zumachen, oder? Nee, klappt nicht, schade. Aber wenn man das hier vorne ganz normal zu hat, dann springt es auf, wenn man da drauf drückt. Das ist nice. Für das Geld auf jeden Fall ein echt Top-Produkt. Ich denke mal, im deutschsprachigen Raum würde man dafür mehr als 20 Euro bezahlen, wenn nicht sogar diese anderen Messer da von der anderen Marke, die kosten glaube ich sogar 30 oder teilweise 40. Auf jeden Fall ein nices Teil. Machen wir mit dem nächsten Messer weiter. Nehmen wir mal das. Oh, das fühlt sich sehr leicht an. Machen wir es mal auf. Und nochmal eine kleine Beschreibung, die kein Mensch braucht. In einer Tasche verpackt, nochmal in einer Folie verpackt und das ist auch ein federunterstütztes Messer. Ich glaube, ich habe euch ja mal zwei Springmesser vorgestellt und das eine war von Emtech, das war nicht so gut, hatte fast 20 Euro gekostet. Dieses hier hat glaube ich 7 oder 8, alle haben glaube ich unter 10 gekostet. Ich bin mir zwar nicht mehr sicher, aber sowas um den Dreh. Machen wir es mal auf. Das funktioniert nicht so gut. Nee, ich schaffe es nicht da, genug Druck aufzubringen, um es aufschnippen zu lassen. Schade, aber da ist ja nochmal so ein Nippel dran, wo man es aufmachen kann. Und schaut euch mal das Design an. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Totenköpfe drauf. Klinge. Ich weiß nicht, ist die scharf? Ich teste es einfach mal an diesem Karton kurz, ohne mich zu schneiden.
Ja, also sie ist nicht sehr scharf, aber schon scharf. Man kann damit locker hier den Karton schneiden. Aber ich werde nachher gleich mal probieren, ein paar Klingen zu schärfen mit meinem neuen Messerschärfer. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Geht, Moment. Es geht auf jeden Fall mit diesem Nippel sehr leicht, sehr einfach auf und auch wieder zu. Es fühlt sich sehr billig verarbeitet an, wirklich sehr leicht, wie dieses Emtech-Messer, was ich schon mal vorgestellt habe. Aber wenn ihr euch mal hier das Ganze anschaut, sieht man keinen Fehler oder so. Es fühlt sich zwar sehr schlecht verarbeitet an, aber wenn man es sich anschaut, sieht es eigentlich richtig super aus. Ja, gut, machen wir mit dem nächsten Messer weiter. Keine Ahnung, was ich hierzu noch sagen soll. Den Preis ist es auf jeden Fall wert, ist ja fast geschenkt. Machen wir mal mit diesem guten Stück weiter. Wow, brother, one knife, one life. Nicer Spruch. Ach so, ich dachte, das wäre auch so eine Verpackung wie die andere zuvor, aber man muss das hier an der Seite aufmachen. Das war ein Fail. Und das ist ein Messer, was man sogar mit sich führen darf in Deutschland, denn man kann es mit einer Hand unmöglich öffnen, sondern man muss hier es festhalten und dann mit der anderen Hand da dran ziehen, um es aufzuklappen. Zu geht das, glaube ich, wenn man hier drauf drückt. Genau, einfach draufdrücken und zuklappen. Also es ist ein Zweihandmesser, weil man zwei Hände benötigt, um es aufzumachen. Nice. Hier kann man noch einen Seil oder Schlüsselanhänger oder sonstiges drumhängen, um es sich eben irgendwo hinzuhängen, anzuhängen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das Holz ist oder Plastik. Ich würde mal schätzen, es ist Plastik, aber es könnte auch Holz sein. Also ich bin mir nicht sicher. Das Design ist nice, erinnert mich ein bisschen an eine Lederoptik. Oder ja, sieht aus wie eine Lederoptik, aber ist kein Leder, ne? Wahrscheinlich Plastik oder Holz. Ja, ich mache es nochmal auf, dann schauen wir uns die Klinge an. Brother, one knife, one life. Auf jeden Fall sehr nice. Hier teste ich auch mal kurz, wie scharf die Klinge ist. Ich will mich nicht schneiden. Moment. Ich probiere es nochmal an der anderen Pappe aus. Die ist ein bisschen schärfer als bei dem Messer zuvor. Aber wie gesagt, das ist auch nicht wichtig, wie scharf die Klinge ist. Auf jeden Fall fühlt sich die Klinge sehr gut verarbeitet an. Da bin ich echt überrascht. Es ist nicht wichtig, wie scharf die Klinge ist, weil ich habe mir ja auch einen Klingenschärfer bestellt und wir werden gleich mal ein paar Klingen nachschärfen und testen, wie das so ist. Das Messer gefällt mir richtig gut. Ein Messer, was man mit sich führen darf, meines Wissens nach. Wie immer, Freunde, ich gebe keine Garantie auf meine Aussagen hier. Ich bin auch kein Rechtsberater oder so. Aber meiner Meinung nach ist es legal, dieses Messer in Deutschland mit sich zu führen. Okay, machen wir mit dem nächsten Messer weiter. Dieses hier. Ach, ich reiß das einfach hier auf. Das dauert mir zu lange. Auch in einer schönen Hülle drin und wow, geiles Teil. Schaut euch das mal an. Dieses Messer sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Das ist etwas ganz Besonderes. Das macht sich wirklich gut in meiner Messersammlung. Hat hier vorne einen Nippel dran, mit dem man es öffnen kann oder auch nicht. Es geht ganz schön schwer. Oder ich halt, habe es nicht richtig in der Hand. Ich klappe es erstmal so auf. Wow, habt ihr das gesehen? Wie geht das denn wieder zu? Oh Mann, da muss ich erstmal schauen, wie das zugeht. Ich habe echt keinen Plan. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Verdammt! Das ist jetzt auf jeden Fall ein Fail. Ach so, so geht es zu. Also man muss hier vorne dran ziehen und dann kann man es wieder zuklappen. Auf jeden Fall heftig. Mit einem Finger kriegt man es auch auf. Hoppla. Aber es geht doch ziemlich schwierig. Boah, ich schaffe es gar nicht. Also es ist echt heftig, wenn man es aufmachen will. Ihr seht das hier. Spannt das ziemlich stark. Ja. Und dann geht es auf und rastet sozusagen da vorne ein. Um es wieder zuzumachen, muss man hier vorne wieder runterklappen. Und dann geht es wieder zu. Also, da ist ein Nippel dran, aber das ist so heftig da rein drin gespannt, dass man es mit einer Hand gar nicht aufkriegt. Aber ich denke, es geht trotzdem als Einhandmesser durch, weil irgendjemand, der übelst viel Kraft im Finger hat, würde es aufbekommen. Ich schaffe es nicht. Oh doch, ich habe es geschafft. Ja, also es ist eindeutig ein Einhandmesser. Sehr schade, finde ich. Also wenn dieser Nippel da nicht dran wäre, dürfte man es mit sich tragen. Und das ist echt ein heftiges Messer. Es sieht so heftig aus. Schaut euch mal das Design an. Echt krass.
richtig Science-Fiction-mäßig oder irgendwie so ein Messer aus der Zukunft oder so. Ich mache das nochmal auf. Die Klinge ist auch ganz schön breit und fühlt sich auch scharf an. Da steht irgend so ein japanischer oder chinesischer Markenname drauf. Nice. Liegt gut in der Hand. Hier ist auch nochmal so ein Ding, dass man ja nicht abrutschen kann, falls man auf irgendwas draufsticht oder so. Okay, ich mache es wieder zu. Also das Messer macht sich auf jeden Fall sehr gut in meiner Sammlung. Das ist was ganz Besonderes. Ein ganz nices Design. Heftig. Geil. Kommen wir zum letzten der fünf Messer. Das ist schon mal auf jeden Fall heftig schwer. Und ich weiß selbstverständlich, was da drin ist. Das ist das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Schaut euch das Teil mal an, auch in diesem Rainbow Design. Und es sieht aus wie eine Feder oder wie ein Flügel von einem Vogel. Wirklich sehr schwer ist das Messer. Das macht sich auch richtig gut in meiner Sammlung. Ich glaube, das ist das schwerste Messer, was ich bisher besitze. Hier ist noch ein Gürtelclip dran. Kann man sich an seine Hose hängen. Aber ich glaube, ich vermute, da es so schwer ist, wird die Hose einem einfach runterrutschen, wenn man es da dran hängt. Okay, Freunde, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wird es richtig geil aufspringen, so wie ich es mir erhoffe oder nicht? Wow, nice. Es springt auf jeden Fall richtig heftig auf. Nochmal, zieht euch das rein. Geil. Das ist ein richtig geiles Messer. Hier die Klinge auch nochmal im Flügeldesign. Richtig nice. Ups, jetzt hätte ich mich fast geschnitten, weil ich hier abgerutscht bin. Schaut euch das an. Das ist ein richtig geiles Messer. Oh mein Gott, ich liebe dieses Messer. Nice. Wie gesagt, Freunde, Links zu allen Messern sind in der Beschreibung. Das ist auf jeden Fall heftig. Ich bin begeistert, was man hier geliefert bekommt für so einen kleinen Preis. Und das noch aus China. Heftig. Zieht euch das rein. Einfach nur geil. Ich bin beeindruckt. Okay, Freunde. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich mache es noch ein einziges Mal für euch auf. Zieht euch das rein. Genießt den Moment. Bam. Geil. Geiles Messer. Darf man leider nicht mit sich führen, weil es ein Einhandmesser ist. Aber für zu Hause Pakete aufmachen und so. Und wie gesagt, für meine Sammlung eignet sich das wirklich sehr gut. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Jetzt kommen wir zum Klingenschärfer. Da geht die Packung auf. Alter, der ist ganz schön riesig. Also auf dem Bild sah der viel kleiner aus und ich habe mir den auch viel kleiner vorgestellt. So sieht das Ganze aus. Kann man sich hinstellen oder auch in der Hand halten. Und schauen wir mal hier drauf. Was steht da drauf? Keramik und was weiß ich noch. Aber auf jeden Fall ist das hier für den Feinschliff, wie es aussieht. Hier steht nochmal Coarse drauf. Keine Ahnung, was Coarse heißt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht, wie man ihn benutzt. Da muss ich mir erstmal ein Tutorial auf YouTube anschauen. Aber ich denke mal, dass man einfach die Klinge durchziehen muss. Ich probiere es mal aus. Oh. Aber ich weiß nicht, Freunde. Muss man die Klinge einfach durchziehen oder was macht man da? Oder ist das gar nicht für den Feinschliff, sondern ist das für die verschiedenen Material? Ach, das sind verschiedene Materialien da drin. Also das scheint aus Keramik zu sein und das aus Curse, was auch Curse oder Coarse auch immer ist und fein. Keine Ahnung, was das ist. Ich ziehe es mal hier durch nochmal. Oh, das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz anders an. Ich bin mir echt nicht sicher, ob man das einfach nur durchziehen muss oder was man da auch immer machen muss. Ihr könnt es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das Teil benutzt. Würde mich sehr interessieren. Gut, Freunde. Das war's mit den Messern. Ich hoffe, das Unboxing, Review, wie auch immer, hat euch gefallen. Ich bin sehr zufrieden. Da sind auf jeden Fall ein paar gute Stücke für meine Messersammlung dabei. Richtig nice. Gearbest, bester Shop. Lasst einen Daumen hoch da, Freunde, wenn ihr noch mehr Messer-Unboxings sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hab euch lieb. Euer Freund Johnny Hunt.